So, weil da geht's. Ich kann es nicht mehr hören. Das habe ich selbst gesagt. Nein. Ja, wir sind aber Gott sei Dank nicht in deinem LP. Ja, sonst müsste ich mir so, weiter geht's, ständig anhören. Und übrigens, ihr dummen Spasten, die ihr dafür gestimmt habt, dass das so weitergehen soll. Boah. Ey, wie könnte man sich. Ich weiß nicht, also ständig dasselbe kann ich zum Beispiel gar nicht hören. Ich finde das immer so schrecklich. Ist zwar ein Erkennungszeichen für einen Spieler, aber boah, mich nervt sowas so ab. Ich weiß nicht, ich sag mal manchmal hallo, manchmal was weiß ich, manchmal sage ich gar nichts. So geil, Manchmal sagt es, fickt euch ihr Leute, dann schneidet es wieder raus. ey. Ja, klar. So, gucken, 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 gucken. Das Ding ist, wenn ich das nämlich wirklich so machen möchte, wie ich es gesagt habe, nämlich von wegen Wasserfall und sowas hier unterirdisch runter. Da muss man natürlich auch einen gewissen Grad haben. 1, 2, 3, 4. Einen gewissen Grad, an dem man das überhaupt machen kann. Also eine gewisse Höhe, meine ich. Die gehört dahin. Obwohl höher eigentlich besser ist. Egal, kann ich später noch machen. Jetzt habe ich sie alle einmal dort. So, völlig wurscht. Dip, dip, bong, dip, 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 dong. So eine riesige Höhle, also boah. Normalerweise findet man immer riesige Höhlen, aber die muss ich jetzt quasi selber ausbuddeln. Das ist schon ganz schön heftig. Bin ich ja echt mal gespannt, wie sehr das quasi in Anspruch nimmt. Ich könnte jetzt natürlich auch auf gut Glück bomben, aber das finde ich nicht so lustig. Also ich liebe Bomben an sich, aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Resultat nimmt. Gibt. Ein gutes Ende nimmt, wollte ich sagen. Tja, die Höhle könnte ich eigentlich auch mit dem Editor machen, aber ob das, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, das so zu machen. Also es theoretisch sind es zwei Klicks, theoretisch. Aber ob das alles so einfach ist? Denn so mitten ins Nichts quasi buddeln, das ist dann doch nicht ganz so einfach. Ja, der muss noch weg. Nur da komme ich jetzt nicht ran. Shit. Bong. Ja, und das ist halt, das nennt man halt Cobblestone. Dieses gebröckelte Zeug. Interessiert zwar wahrscheinlich eher gesagt eh keinen, aber egal. Willkommen zu meinem nächsten Let's Langweil. Haha. Was, die einzelnen Erklärungen? Naja. Naja, gut, ein Dings ausheben. Also, LTF meint, er findet das interessant. Lol. 50% der Leute auf YouTube hören eh niemals ein Lied in ihrem Leben. Oh! Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Du bist ja frech, ey. Boah. Das werde ich nicht wiederholen. Das ist doch egal. Ich würde ja auch nicht sagen, dass es von mir ist. Ich bescheuert? Keine Antwort, bitte. Was denn? Ich habe gesagt, bin ich bescheuert? Fresse da hinten.
blöder Spack. Komm, einmal machen wir noch und dann hat sich das. Dann machen wir das nämlich so hier. Grummel, immer ist ja Platz zu klein. Komm schon. Na! Ja. Doch, ist richtig so. So, hier unten müssen noch ein paar hin. Ich vergesse immer diese blöden Seitenränder. Nein, das war einer zu viel, macht aber nichts. Die Rüstung finde ich cool in diesem Texturpack hier oben. Bisschen übertrieben. Ich sehe aus wie so ein Super Saiyan, ey. Mit Rüstung, lol. Aber. Na, warum finden das bloß alle so tierisch komisch? It's over 9000! Ja, und? Ich bin euch. Hallo? Es wäre viel schlimmer, wenn ich Vegeta Stimme hätte, meinst du nicht? Nix. Arsch. Wenn ihr den hören könntet. Seid froh, dass es nicht tut. Mein Gott. Wie war das bei Herkules? Wenn es für Dummheit einen Preis gäbe. Jo, jo. So geht das. Jetzt sehen wir nämlich auch wieder. Oh Gott. Also wenn ich es mit dem Editor mache, dann seht ihr das schon. Also beziehungsweise ich nehme das dann mit auf. Auch wenn es wahrscheinlich nicht sehr wirklich lange dauert. Nicht sehr wirklich lange dauert, genau. Schon wieder so ein Epics-Satz. Nicht sehr eventuell etwas von Dauer sein könnte. Wie gesagt, gut, dass ihr ihn im Hintergrund nicht hört. Ich hätte jetzt theoretisch gesehen Schiss, weil hier Dings ist. Aber, also Dreck. Ich habe ja gesagt, immer wenn ich Dreck finde, kriege ich irgendwie Lava. Aber laut dem, was ich gesehen habe. Was ich meine ist, ich habe ja schon geguckt, wie es hier ist. Ich meine, dürfte eigentlich, also vorhin, ich bin noch gar nicht tief genug für Lava. Wobei Lava teilweise, wirklich selten, aber teilweise auch recht früh anfangen kann. Aber in dem Fall habe ich geguckt, unter diesem Ding ist fast gar nichts. Gut, ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen vorwärts gebuddelt. Ich bin vorwärts gebuddelt, oh. Ja, normalerweise würde ich mich hier voll freuen. Juhu, Eisen. Aber, tö, hab ich zu Genüge. Von daher, hasta luego. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh Gott. Man sollte meinen, man ist schlau genug, nicht zweimal auf denselben Dreck reinzufallen. Sollte man. Ich schaffe es garantiert noch ein drittes Mal. Ich mag ja ein bisschen mehr Platz, mehr als wie, also ich mag hier so Dreier-Kombinationen lieber, beziehungsweise Dreier-Pixel, aber Blöcke meine ich, ah, Pixel, ich muss mir dieses scheiß Wort mal abgewöhnen, verdammt ist das dope. Aber naja. Selbst wenn, das Ding ist, ich hab's schon wieder nicht ausgestellt, diese scheiß Unsterblichkeit, ich kann nicht abkacken, selbst wenn ich jetzt ein Lavabad hab. Das ist ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Es ist nicht lustig, wenn man sich nicht erschrecken kann. Ich habe jetzt auch eine Uhr. Ich habe mir mal eine Uhr hier reingeklatscht. Problem ist nur, ich habe
keine Ahnung, wann sie Tag und wann sie Nacht zeigt. Ich glaube, die Nacht bricht gerade rein. Ich weiß es nicht. Also irgendwie ist die, oder vor allem in welche Richtung geht die? Nee, oder? Dreht die sich gegen den Uhrzeigersinn? Ich glaube, sie dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Soll mir aber auch egal sein. Kann natürlich auch sein, dass ich mich mal wieder völlig irre, ist mir aber auch Latte. 1, 2, 3, 4. Habe ich 4 freigelassen oder habe ich es auf das 4. positioniert? 1, 2, 3, 4. Nee, auf das 4. geklatscht. Egal, macht aber nichts hier unten. Hier unten ist sowieso ein bisschen enger. Tja, und jetzt könnten wir theoretisch wieder nach oben bauen. Also, hier ist jetzt das Ende von diesem Gang. Aber wie gesagt, ich denke, das mache ich mit dem Minecraft-Editor. Das könnte ja sonst Jahre dauern, bis ich mich da wieder theoretisch gesehen hochgebuddelt habe. Oh je. Und, ja, ich muss mal kurz umswitchen. Wir sehen uns gleich wieder. Jo, und da sind wir wieder. Ich lade mir gerade mal meine Welt rein. Es ist ein bisschen hin und her, tut mir leid. Ja, das Schöne ist, das Ding fängt immer genau, wow, an der Stelle an, wo wir gerade sind. Ach so, ja, so viel dazu, das bin ich. Oder zumindest mein Kopf. Und da ich irgendwie ein bisschen im Weg stehe, stelle ich mich jetzt einfach mal hier hin. Oder lieber hier hin. Lieber hier hin. Oder lieber oben hin. Keine Ahnung. Ja, hier, seht ihr das? Lava, 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 aber... Hier in der Nähe Wasser. Gut, da ist Lava, da muss ich aufpassen. Aber ganz ehrlich, das ist auf der Karte ein ganz schönes Stück weiter weg. Und ganz ehrlich, das sieht ziemlich geil aus hier. Das ist ja mal richtig cool. So weit kann Wasser fließen. Das ist echt krass. Wo ist denn das? Natürlich genau hier drunter. Quasi am anderen Ende von hier. Ist gar nicht so weit weg. Ja, ihr seht hier, theoretisch ist all das, was ihr jetzt als unsichtbar seht, Stein. Und nur diese Luftlöcher, die dann gebuddelt werden, in dem Fall hier zum Beispiel, die sieht man dann. Finde ich an sich ganz cool gemacht. So, du stellst dich jetzt mal hier hin, da störst du nicht. Oh Gott, so, jetzt geht's los. Jetzt muss ich erstmal glotzen, wie ich das mache. So, ja, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt angrenzen, wäre nicht so schön. Die Frage ist, wie groß ich das machen will. Das ist natürlich schon ganz schön heftig. Vorhin ist es nur eine Seite. Aber wie gesagt, ich wollte es groß. Und stellt euch mal bitte vor, ich würde das alles ausbuddeln. Halleluja. So leicht ist das gemacht, innerhalb mit 2 Klicks. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ich finde, das hat nicht irgendwas mit Faulheit zu tun. Denn ganz ehrlich, man hat auch... Ich meine, Minecraft soll lange dauern, klar. Man soll was davon haben, aber... wenn es dann anfängt, wirklich Stunde nur wegen einem Raum zu dauern... wie gesagt, man kann alles übertreiben. Aber ich denke mal, das muss jeder für sich wissen. Theoretisch ist selbst das immer noch relativ winzig. Ich weiß, ich bin mal wieder ein bisschen größenwahnsinnig. Aber man könnte hier eine ganze Menge machen. Also hoch genug ist es eigentlich. Aber ich möchte es halt noch größer. Viel größer. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur nicht... Naja gut, macht nichts. Ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Ding. Hat's geklappt? Jetzt. Macht im Übrigen auch gar nichts. Ist eigentlich ganz gut, wenn man so einen gewissen Versetzungsdingen hat. Nur das da sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Obwohl das eigentlich auch nicht so schlimm ist. Muss ja kein komplett runder Raum sein. Wie viel Platz habe ich noch bis nach oben? Nicht mehr allzu viel. Deswegen wollte ich ein gewisses...
Und ich muss aufpassen, dass ich mir meine. Hier, das ist im Übrigen die Lore. Also da, wo die Lore entlang führen soll, die könnten wir eigentlich. Was war denn das Komisches eben? Ach so, da ist mir was, ja. Eingebrochen quasi. Das könnten wir theoretisch auch gleich mal weitermachen. Wir sind drei hoch. Ne, vier sogar. Eins, zwei, drei, vier und drei breit. Oha, da muss ich aber aufpassen. Ha! Da muss ich hier vor allem aufpassen. Tja, mal gucken, mal gucken. Ja, und das Buddeln, das, wie gesagt, das wird eine Zeit dauern. Und das ist wirklich heftig. Ich hätte es gemacht, ganz ehrlich. Wäre nicht so das Problem gewesen. Aber wenn ich jetzt schon die Chance habe, dass. Ich habe gesagt, vier breit, ja? Drei breit und vier hoch. Müsste eigentlich so stimmen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fuck. Scheiße. Das kommt davon. Und vor allem bin ich in der falschen Höhe. Haha. Also selbst wenn ich es jetzt richtig gemappt hätte, ich wäre auf der falschen Höhe gewesen. Ja, wie gesagt, das ist echt nicht ganz so leicht. Heilige Maria. Ja, vor allem, weil er nicht immer so will, wie man selbst will. So hier, so würde es klappen. Das Problem ist, mach das mal. So, Moment, so. Ich wollte sagen, jetzt müsste ich komplett gerade gehen, aber das geht nicht. Also es geht schon, aber ich habe es jetzt nicht hingekriegt. Hui! Stopp, stopp, stopp. Bin ich denn jetzt schon zu weit? Wo ist mein Haus? Ey Mann, wo ist mein Auto? Und mein Haus? Da ist schon mal meine Dingsbums, meine Bahn. Da ist mein Haus. Habe ich ja nicht ganz verkehrt abgeschätzt. Ist nicht ganz so. Ich habe gesagt nach oben. Oh je, oh je. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Es müsste eigentlich. Ich gucke noch mal. So würde das dann aussehen. Wow, 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 wow. Zu schnell. Oh, nein. Es ist wirklich nicht leicht. Ich will das jetzt aber machen und schaffen. Verfluchte Axt nochmal. RIP, nicht so schnell, bitte. Nicht so schnell. Oha, dann. Ach, jetzt erkenne ich das auch. Klasse. Hossa. So, mein Haus. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Also hier runter. Oh, das Problem ist, von hier aus lässt sich wirklich unglaublich schwer sagen, wo ich damit eigentlich hin muss. Ich habe es links angesetzt, also muss ich es nach links auch ziehen. Drei breit, vier hoch. Das sind fünf hoch, ne? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Ich wette, ich hab's wieder falsch. Ordnet, obwohl es sieht gut aus. Wenn ich's mal. Naja, gut, Hä?